Für die Landesgartenschau 2014 mussten ein paar Eichenbäume gefällt werden. Ein Teil dieses Holzes wird für ein großes Katapult verwendet, das den mittelalterlichen Katapulten entspricht. Weil in seiner Größe und Gewicht von ca. 2 Tonnen diese noch übertrifft. Salute! Was will er da sagen? Werkzeuge, die noch gebraucht werden. Im Maßstab 1:1 wird eine Zeichnung auf die Bodenplatte übertragen. Der Lichtspezialist sorgt für eine hellere Beleuchtung. Die großen, schweren Balken werden mit einem kleinen, fahrbaren, hydraulischen Handkran bewegt. Säge- und Fräsarbeiten können nur mit großen Handmaschinen ausgeführt werden. Auch auf Handarbeit kann hier nicht verzichtet werden. Die gute alte Baumsäge tut hier noch voll ihre Dienste. Auch das Werkzeug muss ab und zu geschärft werden. Holzverbindungen werden angepasst. Männer, bitte ehrlich gesagt vorschlagen, wir sind so weit. Der erste Aufbau beginnt. Unser kleines Katapultmodell war bisher voll im Einsatz.